Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Lübu in der World Betrayed. Wir machen aus irgendeinem magischen Grund gerade unfassbar wenig Geld. Ich habe noch nicht so ganz dahinter gestiegen, warum. Ach so, ich weiß warum. Weil die eine Trolla uns jetzt hier... Ja, ich weiß schon. Na, immerhin machen wir keinen Minus. Das ist ja auch schon mal eine tolle Sache. Ja, sie hat uns nämlich jetzt hier den Krieg erklärt. Und ich muss jetzt erstmal wieder zeigen, was das letzten Endes für sie bedeutet. Ja, wir müssen... Ach, hier eine ganze Menge Sachen. Auch wir waren sogar bankrott. Echt jetzt? Anscheinend waren jetzt... Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel jetzt auf die Idee kommt, dass wir bankrott gewesen sein könnten. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier mehrere Gebäude fertiggestellt. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, hier diese Dinger jetzt hier alle umzubauen. Denn dadurch brauchen wir jetzt den Tee nicht mehr. Und ich glaube, das hat uns auch vor dem Bankrott gerettet. Würde ich mal annehmen an der Stelle. So. Diverseste Charaktere haben diverseste Fähigkeiten erlangt. Du bist jetzt hier drin und regenerierst. Da oben kommen feindliche Armeen an Land. Und hier unten muss ich eigentlich schon wieder zuschlagen gehen. Das ist ein Verbündeter von mir. Aber dem kann ich leider... Ich würde am liebsten sagen, hey, Kriegskoordination, geh bitte dahin und hau dem hier auf die Plauze. Aber ich kann es nicht machen. Man weiß es nicht, warum es nicht geht. Auf jeden Fall ist das Ackerland von Chen mal wieder etwas, das wir befreien müssen. Entschlossen. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir es da so schnell wie möglich hinkommen, bevor der zu hart regeneriert, der Typ. Hier im Süden haben wir auch Probleme zu lösen. Ja, der rennt natürlich immer weg, aber dieses Mal klappt es nicht so geil für ihn. Der ist sogar alleine. Was war denn das für eine Nummer? Eine weitere Kerbe in meinem Bogen. Ja, ich nehme den Kampfschwung. Ich weiß doch nicht, wie ich da jetzt Kampfschwung bekomme. Boah, ich komme da gar nicht hin. Bin ich extrem langsam gerade eben. Okay, aber wir werden uns den Fischereihafen jetzt hier wiederholen. So, Schwesterchen ist hier. Nicht Schwesterchen. Töchterchen ist hier. Und kann jetzt hoffentlich die Troller hier vertreiben. Oh, das ist sogar sehr gut. Ja, da mache ich delegieren, weil... Ne, ich habe deutlich mehr Kämpfer... Wobei, nee, ich kann den Nachtkampf machen. Geil, ich kann ihn machen, weil die Stadt ja mitkämpft, weil sie ja belagert wird. Das ist sehr geil. Zeit zu feiern. Lasst den Wein fließen. Es kommt mir sogar beinahe so vor, als ob CA mein Report angenommen hat, weil ich meinte, das hat früher anders funktioniert, die Stadt nicht mitgekämpft. Ich habe nämlich mal reportet, dass sie es doof finde und auf einmal geht's. Wir brauchen tapfere Krieger. Spannend. So, Level Up bei Wen. Ist jetzt schon Level 7. 8, 9, 10. Also wenn ich jetzt diese Fähigkeit noch haben will, wo ganz im Ernst, die ist geil. 30% mehr Ausweichen im Nahkampf und Fernkampfresistenz. Ha! Um sie herum. Gibt's eigentlich keinen anderen Weg, als noch den Weg da unten entlang zu gehen. Es wäre saudumm, das nicht zu tun. Wenn die Gerechtigkeit siegt... Wartengelage. Da müssen wir definitiv durch. Kann ich hier noch was geben? Irgendwas, was... Nee, hier, das bringt ihr nichts. Es sind keine Sachen dabei, die ihr was bringen würden. Truppen! Aber wir können... Ach, da unten wird nochmal eine Stadt... Kann man, was hier alles gerade belagert wird. In den Krieg! Tag auch. Okay. Hier sind eine Menge Typen, die ich nicht zum Essen eingeladen habe. Also so wie es aussieht, finden hier gerade eben echt derbe, koordinierte Angriffe auf uns statt. Ich werde nicht zögern. Ich könnte versuchen, hier den Ausfall zu wagen. Ich treffe immer. Komm ich da irgendwie dran vorbei? Das ist die entscheidende Frage. Sammelt eure Kräfte. Das ist die entscheidende Frage. Komm ich... irgendwie an den ran. Ich sehe das halt dank dieser dämlichen Buschlandschaft nicht so richtig.
Nee, ich glaube, sein Radius. Ich bin jetzt schon an seinem Radius dran. Zurück auf Ausgangsposition. Schlagt als Einheit zu. Deswegen geht das nicht. Mist. Und den ist hier angreifen. Ist keine gute Idee. Denn das ist eine offene Feldschlacht. Zurückziehen. Das ist keine gute Idee. Aber hier sind gerade eben mehrere Sachen nicht gerade gut am Laufen. Mein Land ist so gigantisch, dass es fast unmöglich ist, es zu halten. Okay, wir können jetzt mal wieder einen Erlass rauskloppen. Mehr Einkommen aus Handel. Nochmal 15% mehr, das wäre eine Menge Geld. Ich mach das. So, immerhin nochmal 300 mehr, glaube ich, oder sowas in der Art, oder 200 mehr. So, wie sieht's eigentlich mit den Aufträgen aus? Die laufen immer noch. Noch 1800. In Donghai kann ich dadurch jetzt hier aber auch was upgraden. Wobei, es gibt bessere Orte, glaube ich. Ah, ne, Hunan. Hier in Chen. Dann wäre in einem Turn das ja fertig und dann würde ich nochmal 5% weniger Korruption machen. 5% mehr Geld sind, ja, so um die 100. Oder ich mache das hier. Nochmal mehr Geld durch Handel. Ja, das ist die Hauptstadt, das sollte man halt echt gucken. Dass da viel Geld reinkommt. Weil ich mache ja hauptsächlich Geld aus Landwirtschaft. Handel ist ja gar nicht so im Fokus. Ich mache hier schon plus 271 aus Landwirtschaft. Puh, schwere Entscheidung. Wie sieht's hier aus? Hier mache ich das meiste aus Handel. Ich habe doch sicherlich Orte, wo ich fast alles Geld aus Handel mache. Machen immer noch minus 3. Achso, ja, das ist wegen dem hier. Donghai. Machen auch alle aus Nahrung, aus Handel. Und hier sind wir im Bevölkerungscap. In Donghai. Es muss doch einen Ort geben, wo das mehr Sinn macht. Eigentlich würde es hier Sinn machen, aber hier kann ich das nicht machen, weil hier ist es, glaube ich, schon gemacht worden von der KI, als ich es mal erobert habe. Oder ich mache jetzt das da. Und damit habe ich es jetzt auch gemacht. So, wir haben jetzt hier also die Regierungswerkstätten. Wir haben hier die Eisenmine. Und als nächstes will ich eigentlich hier noch sowas machen, aber mir fehlt dafür die Kohle. Okay. Dann kann ich gerade eben nichts mehr tun. Außer zu schauen, kann ich vielleicht mit irgendjemandem nochmal Frieden machen. Boah, ach, jetzt weiß ich, was los ist. Meine Handelspartner sind alle weggebrochen. Ist das scheiße. Ja, das sorgt natürlich schon ordentlich für Einbußen. Oh, der will Frieden. Ach, die gelben Turbane. Haltet es kurz. Was? Ich könnte theoretisch, also theoretisch, wenn die Mali für die gelben Turbane so krass werden, könnte, ich find's irre, dass ich ihnen das anbieten kann. Ich bin gerade perplex. Also ich kann ihnen gerade eben nichts anderes anbieten, aber wenn die Situation für sie noch brenzlicher wäre, also unfassbar brenzlig, dann könnte ich ihnen das tatsächlich anbieten. Das ist kind of weird. Hm.
Ach, ihr seid es. Ja. Ich wäre ja ein Fan davon, wenn du mich in Ruhe lassen würdest, Junge. Ich habe gerade eben andere Sachen zu tun. Befürchte bloß, ich werde diese 53 niemals irgendwo herbekommen. Das ist das Problem. Ich kriege hier keinen Frieden. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir jetzt hier die Schlachten nicht verlieren, die jetzt uns aufgezwungen werden teilweise. Er greift nämlich jetzt hier an. Angeblich haben wir eine glorreiche Niederlage vor uns. Warum mache ich denn jetzt hier Minus? Warum erleide ich Verschleiß? What? Ich kann gerade eben der Logik des Spiels nicht mehr folgen. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier Verschleiß erleide. Auf offenem Feld. Auf meinem Land. Ich hoffe, ich muss das nicht verstehen. Aber immerhin haben wir jetzt die Chance, ihn hier zu vermöppeln. Okay. So, wir bauen jetzt hier wieder unsere kleine Farm. Einmal. Ich möchte das dahin machen. Danke, Spiel. Viermal. Und fünfmal. Dann Türmchen dahin. Feurio hier und Feurio da. Eigentlich muss ich noch ein bisschen näher ran. Wobei er greift an, das heißt, er muss sowieso näher rankommen. Also mache ich mir mal gar keine Sorgen um das Feuerchen. Er muss ja zu mir rankommen. Er ist ja der Attackierer. Achtung, 1, 2, 3. Speere! Es ist soweit! So, die Speerträger potenziell hier nach vorne. Ich sag denen schon mal. Pikenwall-Formation? Speerträger! Wobei ich auch theoretisch jetzt das hier wirklich so machen kann, wisst ihr? So, am Rande würde es schon Sinn machen. Dann die hier im Zentrum. Schwerter zücken! Dann die Schwerter dahin. Schwertkämpfer! Die Schwerter dahin. Das passt so. Bereit machen! Achtung! So, das macht aus euch schon mal jetzt hier die Nummer 1. Achtung! Dann haben wir die Kollegen, die ich dann noch hier hinstelle. Und die Kollegen, die ich dann noch da hinstelle. Euch stelle ich noch da hin und euch stelle ich noch da hin. Bei euch ist es eh egal. Ihr habt eh keine Fernkampfabwehr. Es ist völlig egal, wie rum ihr zum Feind steht. Fernkampfeinheiten da hin. Artillerie ins Zentrum. Bereit! Waffnet euch! Bereit machen! Und die Kavallerie noch hier hin. Aufpassen! Bogen! Haltet euch bereit! Ja, wir machen das so. Come on! Greift an! Und sie werden ohnehin kommen. Ich baue jetzt erstmal hier auf diese komische Jan-Mai-Jan-Infanterie, weil die ist ohnehin sehr unangenehm. Die haut einfach übel rein. So, ihr werft jetzt schon mal Zeug dahin. Einmal dahin. 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 Und dahin. Oh, was war denn das? Wow.
88 Kills. Da holt sich aber jemand gerade ein Fleischsternchen. Die rennen jetzt weg. Boah, die sind sogar schon endgültig weg. Ihre Einheit flieht! Feiglinge! Sehr praktisch. Wir haben schon 131 Kills gemacht. Wir haben eine der gefährlichsten Einheiten schon ausgeschaltet. Ja, die Artie ist aber auch ziemlich gut, ne? Die hat schon Level 10. Ihr seid schwach! Und wenn ich euch töten muss, damit ihr schweigt... Die rennen jetzt auch weg. So, Schilde hoch. Sprach der Captain. Die wanken jetzt bloß. Aber ich schieße es trotzdem auf sie. Da sehe ich Einheiten nicht. Okay. Good to know. Kavallerie verheizt sich, wie ich es mir gehofft habe. Ihr habt jetzt schon die Schnauze voll. Gebt denen jetzt hier schon mal einen Buff. Ihr bleibt hier stehen. Ihr müsst an eurer Haltung arbeiten. Ihr wagt mich anzusprechen? Haltet euch bereit. So, da brennt's jetzt schon. Schwertkämpfer, bereit! In den Kampf! Die feindlichen Krieger rennen! Ha! Bewegung! Ja, jetzt sind wir schon im Nahkampf. Scheiße. Okay, du debuffst jetzt hier die Gegner. Wasser bezwingt alles! Antreten! Wappnet euch! Angreifen! Greif es mit meiner Kavallerie hier an. Zeigt ihnen eure Stärke! Du haust den hier um. Nee, ich kümmere mich jetzt mal um deinen Dreck. Ich fühle mich da gerade eben so ein bisschen genötigt dazu. Uiuiui, da geht's aber gerade übel ab. Euch brauche ich jetzt hier. Euch hier. Der rennt weg, gut. Und jetzt müsst ihr beide den hier noch verhauen gehen. Der ist auch noch ziemlich stark. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Brandpfeile sind stärker als die Giftpfeile. Und zwar deutlich. Jawohl, wir hauen hier um. Die feindlichen Krieger rennen. Na also, jetzt können wir ihn auch ausschalten gehen. Der Typ ist gar nicht so stark, wie ich gedacht habe. So, der rennt auch weg. Ja, ja, lass ihn wiederkommen, lass ihn wiederkommen. Wir müssen ihm auch die Gelegenheit geben, es zu bereuen. Das sind noch irgendwelche Fernkämpfer, die ich nicht sehen kann. Was ich momentan ein bisschen ätzend finde. Ich sehe die halt einfach nicht. Ich schicke die Kavallerie los, um sie zu holen. Ach, die haben das nie geworfen. Ja, lol. Leider habe ich jetzt eine Einheit verloren. Das sind diese Tarneinheiten, die haben. Jetzt sehen wir sie. Ihre Einheit flieht, Feiglinge. Da ist noch eine andere Einheit. Ah, der General kam gerade wieder. Versucht ihn mal zu schnappen. Also ohne Witz, die Feuerpfeile sind besser. Seitdem wir jetzt kollektiv überall Feuerpfeile haben, ist das Leben so viel besser geworden. Beende direkt, braucht er nicht verfolgen.
Ah, das ist ein knapper Sieg, ne? 1000 Mann Unterschied Überlebende. Ich habe fast nichts verloren, aber es ist ein knapper Sieg. Ja, nee, ist klar. Wir haben redlich gewonnen. Nun lasst uns ausgelassen feiern. Nice. Oh, ihn habe ich gefangen genommen. Er hat nichts, was... aber er würde sich mir anschließen. Der ist gütig. Bescheiden. Ja, aber ich brauche ihn nicht. Ach komm, ich lasse ihn frei. Es wäre ungerecht, sie weiter zu bestrafen. 6% mehr Nachschub. Das Ziel steht fest. Und jetzt greifen die hier noch an. Ich weiß ja nicht, was die sich davon versprechen. Aber guck, wir machen hier gerade eben schon ordentlich Mist. Wobei, die sind auch schon angeschlagen, wie ich sehe. Ich weiß nicht, warum. Aber das kann man vielleicht ausnutzen. Wobei... Sag mal, sind das Zwillinge? Wenn die jetzt auch noch fast gleich heißen, nee, dann weiß ich, was da los ist. Da sind beide Strateginnen geworden. Beide Strategen geworden. Okay, da greift einer noch an und... okay, doch da noch. Das ist die Yu Qiao. Wir müssen sowieso jetzt erstmal Verteidigungsanlagen errichten. Wir wissen ja, was da los ist. Sag mal, hier regnet es auch, ne? Das scheint irgendwie Wetter der Provinz zu sein. Kann das sein? Die haben einfach gerade Scheißwetter. Achtung, Krieger! Nicht davonlaufen, da vorne hinstellen. Ist mir gerade sehr wichtig. Haltet euch bereit! Spielträger antritt! Du machst auch Feuerchen da vorne hin. Aufpassen! Achtung! Es ist zu weit! Ah, dich kriege ich da nicht hin, oder? Nur so schräg. Und das ist nicht gut. Ja. Ach, Mann! So, jetzt. Dann habe ich dich hier noch. Ja, und euch habe ich ja auch noch hier als Problem. Ich bin momentan nicht ganz sicher, wie ich jetzt hier verfahren soll. Hier habe ich noch meinen zweiten Fernkämpfer, den ich da jetzt noch hinstelle. Okay, jetzt sage ich einfach allen das da. Achtung, Bogenschützen! Go! Achtung, Krieger! Passt auf! Der Feind wartet auf uns! Was? Er wartet? Aufpassen! Ach so, das haben die gesagt. I see, I see. Ich hau das jetzt alles direkt schon raus. Achtung! Ich glaube, das bringt einfach mehr. Auf sie! Antritt! Lasst Gerechtigkeit walten! Wenn es schon da ist. Angriff! Für China! Lasst eure Wut aus! Achtung, Speerträger! Unsere Männer rennen davon. Was? Diese Feiglinge. Moment. Pause. Nein! Die schießen aber gar nicht mit dem Feuer. Wie ist das passiert? Ich verstehe es nicht. Fuck. Okay, ihr zieht euch jetzt auch in die hinteren Reihen zurück. Nicht, dass das Ding jetzt hier auch noch anzündet. Dinge, die ich nicht brauchen kann. Vereint euch! Im Eimer!
Ganz schnell! Schneller! Oh, go, 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 go. Okay, sie sind jetzt zum Glück dumm genug und rennen trotzdem rein. Achtung, G-Soldaten! G-Sternenwaffen! In Tempo! Achtet euch! Das ist das einzig Gute an der Sache hier gerade eben. Ja, es hat angefangen zu brennen, wie wir sehen. Seht, wie sie rennen, Feige. Bereit machen! Achtung, Krieger! Bereit! Bereit! Geschosse! Feuer! Mhm. Oh, der eine Turm brennt, ist aber schon echt lichterloh. So, wie sieht's hier aus? Die rennen ist da auch hardcore rein. Ach, jetzt flieht der auch. Das einzig Gute ist, dass auch ihre Truppen sich nicht gerade weltmeisterlich anstellen. Ah, oh, fuck, jetzt wollen sie wegrennen. Angreifen! Aufpassen! Die Krieger fliehen, feige Hunde. Ihr bleibt schön hier. Spielträger, bereit machen! Nicht nachlassen! Haftet euch! Ihr könnt es da rauskommen, Männer. Ich brauche euch hier nicht mehr. Hier eskaliert die Nummer. Hier ist es rum ums Eck gewesen. Okay. Und hier muss ich diesen dämlichen Charakter töten. Oh, bitte rennt nicht weg. Ah, meine Männer scheinen zu halten. Och, jetzt rennen die weg, ey. Und kotzen. Die rennen auch weg. Ja. Achtung, Krieger. Das Einzige, was ihnen jetzt hier gerade eben noch ein bisschen auffällt, ne? Ah, die rennt auch weg. Geil. Gut, die rennt weg. Damit kann ich arbeiten. Und er rennt auch weg. Das hat sie sich aber wieder gesammelt. Kann wohl nicht wahr sein. So, da ist hin. Jetzt hat die gleich hier wieder keinen Moral mehr. Jetzt hat sie ihre Moral wieder gefunden. Feuer frei! Jetzt hat sie wieder Moral minus 8. Minus 14 und jetzt rennt sie wieder weg. Ach ja, ach ja, ach ja. Sorry, bloß, dass sie nicht wiederkommt. Wieder da hoch. Auf die da schießen. Jawohl, die fliehen, das ist gut. Und da kommt nix. Die fliehen auch. Die haben keinen... Oh, warum sollte ich in Nahkampf gehen, wenn ich das jetzt über den Fernkampf entscheiden kann? Ganz im Ernst. Die scheinen sich nicht mehr zusammen. Ich glaube, ich wehre das ab. Haltet euch bereit! Zu meiner großen Freude. Bewegung! Ich scheine jetzt auch wegzulaufen. Aufpassen! Halt euch! Bewegung! Okay. Achtung! Bewegung!
Verband! Lauf! Mhm. Was macht ihr Trupp hier? Ach Gott, ich habe da noch Einheiten! Ja, dann sollte ich da mal hinterher gehen. Halt, nee. Da kommt Trulinchen, okay. Ich sehe, was da los ist. Die haben ja noch eine Generalin. Also eine Strategin in dem Sinne. Ah, noch. Ah, fuck. Und schon rennt diese Einheit weg. Die Krieger fliehen. Feige. Ja, ist mir aufgefallen, Spiel. Du wartest mal besser hier kurz. Feuer. Vielleicht reicht das schon. Jawohl, das hat gereicht. Das könnte sie jetzt so langsam aber sicher Richtung Armilos bewegen. Nur wenn ich die jetzt hier noch zum Teufel jagen kann, die Jäger der Räuber. Dann sowieso. Boah, was für Steilschüsse, ey. Reichen nur ein paar Treffer. Jawohl, minus zwei. Aber sie sind noch nicht vernichtet. Auf die brauchst du jetzt nicht schießen. Die werden sich nämlich nochmal sammeln, die Hunde. Wenn es dumm läuft. Jetzt ist nämlich der Debuff weg. Genau, jetzt sammeln die sich wieder. Schieß nochmal drauf. Einzelne Schüsse, aber sie haben auch keine Pfeile mehr. Das ist mein Vorteil gerade eben. Sie haben keine Pfeile mehr. Boah, aber sie haben jetzt wieder eine Moral von 20. Achtung, Krieger! Was essen die für ein Kraftfrühstück? Wenn ich fragen darf. Bam! Wow! Was für ein Steilschuss! Da ist noch mehr Einheiten. Haltet euch bereit! Beeilt euch! Wartet euch! Los! Los! Okay, ich kann halt nicht hinschießen. Ich sehe sie halt einfach nicht. Marschiert schnell! Da sind sie. Feuer! Feuer frei! Zack! Schneller! Bewegung! Bogenschützen bereit! Und Feuer und weiter ran. Diese Feiglinge. Aufpassen! Schnell ausrücken! Die sind halt gar nicht mal so schlecht im Kämpfen, ne? Wie ich gerade sehe. So, die wanken jetzt. Es reicht aber nicht, um sie in die Flucht zu schlagen. Ah, doch, es reicht. Feuer. Schießt, 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 schießt. Jetzt treffe ich hier direkter. Die haben sich irgendwie gesammelt, die Hunde. Achtung, Krieger! Und sie werden unsichtbar. Achtung! Da haben sie sich offensichtlich die Tarnmechanik von World of Tanks abgeguckt. Mhm. Ich meine, er hat immer sogar noch einen guten Charge, der ihnen jetzt hoffentlich hier zum Verhängnis wird. Und noch... Au! Da ist der Nahkampf gerade eben passiert. Na also. Wir haben gewonnen. Unser Sieg rückt immer näher. Meine Fresse. Und wieder einmal haben wir überzogen, das knallt.
Aber Hauptsache, wir haben gewonnen. Es war echt krass, dass wir auf der einen Seite so hart gewonnen haben, weil dadurch konnten wir mit den Einheiten, die da übrig waren, ja im Grunde alles entscheiden. Ich weiß nicht, warum wir auf der einen Seite so eindeutig gewonnen haben. Alle Pläne werden umgesetzt. Aber ich kann nicht abstreiten, dass es geholfen hat. So, das ist die Yu Qiao gewesen. Die könnte ich annehmen. Sie ist befreundet mit der Hong Ming Ping. Das ist, glaube ich, die genauso aussieht wie sie. Ich lasse sie frei. Ich bin nicht gnadenlos. Ja, hier nehmen wir das Geld. Wer ist denn das? Ja, das ist die Hong Ming Ping. Sieht genauso aus wie die. Tja, Zufälle gibt's. Lasst sie frei. Okay, ich lasse nochmal durchtickern, es sei denn, wir werden irgendwo angegriffen. Aber bis jetzt scheint das alles noch okay zu sein. Ja, ich habe auf jeden Fall wieder mal gelernt, ne? Man sollte definitiv Charaktere nicht hinrichten von Reichen, die man vasalisieren will. Die nehmen das sehr persönlich, die sind da kleinlich. Jawohl, adlige Geburt. Cheng Cha. Und zwar, die Mutter ist Lü Ji. Unsere... Ach, wir sind Opa geworden. Ein Leben in Eintracht. Ja, 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 das ist toll. Okay, Leute, haut rein. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.